Ich glaube nicht, dass das vom Rauchen kommt. Ich habe lange am Bau gearbeitet, da ist auch viel Staub, Asbest. Und ich rauche auch ja nicht mehr so viele, so eine Schachtel am Tag. Und ich trinke auch ja nicht mehr. Sie haben recht, meistens gibt es mehrere Einflussfaktoren, ne? Und es ist meistens eine Kombination, wenn es zu einer Kurzatmigkeit kommt. Aber das, was Sie selber in der Hand haben, wäre eben der Rauchstopp. Viele andere Dinge können wir ja nicht beeinflussen. Also meinen Sie wirklich, dass mit dem Rauchstopp meine Beschwerden weniger werden? Das kann ich Ihnen fast garantieren. Das sehe ich auch bei vielen anderen Patienten, wenn die wieder kommen in die Sprechstunde, dass die dann wirklich wieder hinterm Bus herlaufen können und dass die erzählen, dass sie wieder gut die Treppen steigen können. Gibt es denn eine Situation, wo Sie vielleicht Ihren Entschluss noch mal überdenken würden? Naja, ich sag mal, wenn die Preise noch weiter erhöhen, dann, oder wenn das hier noch schlimmer wird, dann kann ich ja auch ja nicht mehr rauchen, wa? Ich bewundere auch die Leute, die das schaffen, mit dem Rauchen aufzuhören. Aber ich würde mal sagen, bei mir ist das alles ein bisschen schwieriger. Ich habe meine Schachtel ja immer dabei. Sie müssen es auch nicht alleine machen, Herr Neumann. Wir können einerseits natürlich medikamentös Sie ein bisschen unterstützen, dass es leichter fällt. Und es gibt halt hier auch ein sehr empfehlenswertes Angebot, wo viele Experten arbeiten, die wirklich rund um die Uhr zur Verfügung stehen und wo sie sich beraten lassen können. Und das hilft wirklich beim Durchhalten. Das ist kostenlos. Das ist kostenlos und die stehen von 10 bis 22 Uhr jeden Tag zur Verfügung. Das sind alles ausgebildete Experten auf dem Gebiet der Raucherentwöhnung. Die melden sich denn da? Genau. Und da können Sie auch immer wieder mit derselben Person sprechen. Ja, das ist gut. Und das ist ganz einfach, weil Sie das direkt von zu Hause natürlich telefonisch machen können. Ja, ist ja irgendwo einfacher. Einfach mal probieren. Gut.